Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg Elementaris entsetzen oder genauer gesagt um Versorger Maximilian. Der befindet sich hier im Gebiet Valdaxus und zwar bei 47,50. Und ja, das Team der Gegner zu besiegen sieht die folgt aus. Wir verwenden hier winzige Wirbelsturm mit wilde Winde, Hieb und Blitzschlage Beirufen, Gruselkürbis mit Giftpeitsche, Betäubungssaat und Egelsaat und faulige Wogling mit Schleimbeeren, Korrosion und Welle der Heilung. Bei einem winzigen Wirbelsturm kann man eigentlich jeden Breed mitnehmen. Es gibt da ja kleine Unterschiede. Jetzt zum Beispiel beim winzigen Wirbelsturm mit 1465 Gesundheitspunkten kann es sein, dass ihr zum Beispiel an einem bestimmten Punkt den Gegner zu früh tötet, sozusagen. Und dann kann Gruselkürbis halt nur eine Attacke einsetzen gegen den zweiten Gegner des Pet, zweite Pet des Gegners. Und der würde halt sich das, ja, der Verlauf ein wenig verändern. Aber wir beginnen immer mit Blitzschlag herbeirufen. Und dann wechseln wir gleich weiter auf den Gruselkürbis. Danach hier Egelsaat einsetzen, damit man sich ein wenig gegenheilen kann. Es ist halt einfach wichtig, dass wir genug lang überleben. Und danach Betäubungssaat. Wenn dann die Betäubungssaat drauf ist, setzen wir einfach Giftpeitsche ein, bis halt ja, der Gegner betäubt wird durch die Betäubungssaat. Und eben, es kann sein, dass durch die Betäubungssaat und durch die Dots von Giftpeitsche halt der Gegner beim Kraftbreed stirbt. Es kann natürlich auch sein bei diesem Breed, wenn irgendwelche Crits reinkommen. Und dafür ändert sich dann zu einem späteren Zeitpunkt jetzt dann gleich der Kampfverlauf, und zwar hier jetzt. Also es könnte sein, dass jetzt an dieser Stelle Knochenbrecher uns gleich tötet, also eigentlich gerade nach dem vergiftet sein, weil vielleicht Block eben eine Runde zu früh stirbt und somit diesen einen Wechsel nicht drauf hat, und dann könnt ihr halt eben Egelsaat nicht draufhauen. Für diesen Fall setzt aber trotzdem hier noch Egelsaat ein, wenn ihr könnt. Dann schicken wir immer den Wirbelsturm wieder in den Kampf. Und jetzt gibt es eben diesen Unterschied. Wenn ihr jetzt zum Beispiel diese eine Runde zu früh würdet sterben, wäre Bewegungsunfähigkeit hier 3 Runden drauf. Was ein kleiner Vorteil ist. Das würde nämlich bedeuten, dass ihr dass der Gegner hier nicht ausgewechselt kann und deshalb durch den Hieb betäubt wird, aber trotzdem noch getroffen wird von wilde Winde. Für diesen Fall hier ist es eben nicht der Fall. Denn hier jetzt dann gleich, wenn wir Hieb einsetzen, kann es eben sein, also es ist eigentlich immer so, dass der Gegner jetzt dann gleich ausgewechselt wird durch diese wilde, also durch den Hieb, und dann trifft halt wilde Winde den Häcksler. Aber eben für den anderen Fall würde die wilde Winde halt den Knochenbrecher noch treffen. Und somit könntet ihr da den Gegner dann gleich töten. Für diesen Fall hier werden wir jetzt aber gleich ausgewechselt durch den Windpuffer. Schicken den faulen Wogling in den Kampf. Da würde ich dann gleich empfehlen, einmal zu passen. Weil die zweite Attacke ist halt einfach immer abheben. Wenn ihr den anderen Fall habt, müsst ihr ein wenig drauf schauen. Was am besten läuft, wenn ihr bereits Schaden bekommen habt, könnt ihr natürlich Welle der Heilung einsetzen. Jetzt in diesem Fall habe ich noch keinen Schaden abbekommen. Dann setze ich hier Welle der Heilung ein und arbeite weiter mit Korrosion und Schleimwirrung. Ab und zu kann es sogar bringen, die Welle der Heilung gar nicht einzusetzen, vor allem wenn der winzige Wirbelsturm bereits im Dreck liegt. Aber ja, mit der Welle der Heilung macht man jetzt nicht allzu viel falsch. Werden wir hier wieder ausgewechselt. Natürlich eben nur, wenn der winzige Wirbelsturm noch leben würde. Und hier an dieser Stelle kann man gleich Blitzschlage Beirufen einsetzen zum Beispiel. Und dann hier beim Knochenbrecher halt wilde Winde. Oder eben beim faulen Wogling Schleimberührung. Der Gegner sollte mit Sicherheit dann sterben. Wenn er noch mehr Leben hätte, natürlich mit Hieb arbeiten. Aber sollte dann kein Problem sein mehr. Zum Schluss. Aber eben zum Schluss kann es zu kleinen Unterschieden kommen, müsst ihr halt ein wenig flexibel agieren.
Und ja, das war's eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diesen Gegner ebenfalls zu besiegen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald.